Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix. Heute am... Handy geht an. Heute am 2. Januar um 13.22 Uhr. Und in der letzten Folge haben wir Ugula Bugula wieder mal penetriert, / Halloween Town abgeschlossen und werden jetzt mal zu Ariel gehen. Ich weiß nicht, inwiefern ich das mal gesagt hatte, ob das wirklich am Ende der letzten Folge war oder vor einigen Folgen. Wir haben ja jetzt diesen verkackten Magnetzauber, den ich ja bis jetzt auch noch nicht eingesetzt habe. Ich glaube, den haben wir von Aludin gekriegt, ne? Und werden dann dementsprechend mal jetzt hier hingehen. Ja, ich habe ein, zwei Tage Pause gemacht, weil ich ja so ein krasser Partyheld bin. Ich musste mich erstmal von meiner 48-stündigen Wachbleib-Session erholen. Ne? Ihr wisst ja, Silvester und Alkohol und Knaller und so. Nein, natürlich habe ich nichts von alledem gemacht. Es war tatsächlich sogar so, dass ich stelle mich jedes Jahr abends hin und reg mich darüber auf, innerlich, dass die Leute Geld in den Himmel ballern. Aber dieses Mal bin ich sogar noch einen Schritt weiter gegangen und habe mich darüber aufgeregt, wie heuchlerisch sie wieder mal sind. Ja, Klimawandel, ja, es macht auf jeden Fall Sinn, 50.000 Tonnen Chemie in die Luft zu bomben, ne? Das hilft dem Klimawandel sicher, ne? In Anführungsstrichen, ich glaube ja nicht an den Klimawandel. Aber manche Leute tun das ja und die Politiker behaupten ja auch, dass es den gibt. Schätzungsweise, um uns wieder mal dazu zu bringen, teure Sachen zu kaufen, ne? Also ökonomische Autos halt und so, ihr kennt den Salat. Aber hier ist das Ding, wieder mal einfache Logik. Würden sie wirklich für den Klimawandel sein, würden sie wirklich glauben, dass es ihn gäbe, dass es ihn gibt, dann hätten sie Silvester verboten. Ja. Aber Silvester bringt ja eine Menge Geld und da der Klimawandel ja nicht existiert. Ne, versteht ihr, was ich meine? Das ist das, was mich so die letzten Tage beschäftigt hat. Aber okay. Ja, wir haben jetzt die verkackte Magnetfähigkeit und werden da dementsprechend mal jetzt hier weiter krummeln können. Sofern ich... Ah, okay, ich kann mich nicht bewegen, wenn ich Kreis drücke. Der schwimmt dann automatisch nach vorne und macht so einen dämlichen Purzelbaum. Wobei, heißt der unter Wasser dann auch Purzelbaum oder ist das dann Wasserbaum oder sowas? Wie kann ich denn... hoch? Hallo? Ich glaube, das war nicht so gedacht, aber egal, ich hab's geschafft. Wollt ihr die Statue bewegen? Von wollen kann keine Rede sein, aber wir machen's trotzdem. Kapitel 2 in ihrer Welt. Kommt jetzt Text oder wie sieht's aus? Ariel! We'd like you to come with us, Ariel! Have we got something to show you? It's a pretty cool statue, huh? It looks like some kind of prince. A prince? Zufälligerweise sieht der genauso aus wie der am Strand, ne? Wieso zeigt ihr mir das nochmal? Ist das jetzt anders? Dieses Mal erscheint eine Dreieckleiste. Drücke Dreieck im Takt. War das beim letzten Mal nicht Dreieck? Ich habe keine Ahnung. Hm. Look at this stuff. Isn't it neat? Wouldn't you think my collection's complete? Wouldn't you think I'm the girl who has everything? Look at this trove, treasures untold. How many wonders can one cavern hold? Looking around here, you think, sure, she's got everything. I've got gadgets and gizmos aplenty. I've got who's it's and what's it's galore. You want thingamabobs? I got 20. But who cares? No big deal. I want more. I wanna be where the people are. I wanna see
Wanna see them dancing, walking around on those, what do you call them? Oh, feet. Up where they walk, up where they run, up where they steal the lesson, wandering free. Wish I could be part of that world. Jetzt habe ich das erstmal gesehen, dass da oben links eine scheiß Vorgabe ist. Gilt das für die exzellenten Eingaben oder für die guten? Habt ihr das gemerkt? Bei der einen Stelle habe ich voll verkackt, weil du hattest ja einmal, also manchmal hattest du ja zwei Dinge, auf die du dich fixieren konntest, ne? Einmal ein bewegliches Ziel und einmal ein stilles Ziel, und anstatt mich auf das Stille zu konzentrieren, habe ich mich darauf konzentriert, wie Sora im Kreis geschwommen ist, und dann habe ich halt die Taste nicht hin, also das Timing nicht hingehauen, nicht geschafft. Ariel, we're here to help you, you know? Oh no, you three stay out of it! Look who's talking. Yeah, you are gonna tell your dad about it. What am I going to do? Oh, was soll ich machen? Ich dachte jetzt, das war's schon. Du kleine behinderte Scheiß-Kackpetze. Du bist spät dran, Sebastian. Stimmt etwas nicht? Stasi durch und durch. Oh nein, alles bestens, Eure Majestät. Das ist gut. Gut, dann nehme ich meine Aussage von eben zurück. Also, sag mir, wie geht es mit dem Lied für das Musical voran? Es ist fertig, Eure Majestät. Euer Majestät. Es ist ein Loblied auf all die wunderbaren Dinge des Ozeans. Es wird mein bestes Werk überhaupt. Wird es Ariel davon ablenken, immerzu an die Welt der Menschen zu denken? Ja, nun anzunehmen, eventuell. Ich meine, absolut und auf jeden Fall. Verzeiht, Eure Majestät, aber ich muss mich dem Problem widmen, wenn ihr erlaubt. Wow, der ist aber schnell, wenn er kann. Wenn er will, dann kann er, ja. Aber er muss wollen, um können zu können. Wenn er kann, aber nicht will, dann geht das nicht. Das ist ja furchtbar, wir müssen etwas unternehmen. So kann sie in dem Musical nicht auftreten. Was denn jetzt schon wieder? Ich übernehme ihren Gesangspart. Sitzt der BH schief? Nichts da, keine Chance. Sitzen die Muscheln schief? Was, wieso denn nicht? Da kommt Sebastian. Ah, vorhin warst du aber schneller. Das funktioniert auf keinen Fall. Was ist denn los? Ich habe das perfekte Lied für das Musical komponiert, aber ich befürchte, dass es für euch zu kompliziert sein könnte. Ach komm schon, wie schwer kann das schon sein? Oh nein, Notenblätter habe ich noch nie gesehen. Oh oh. Als ob ihr Ahnung hättet von dem, was... Um an dem Musical teilzunehmen, muss deine Drive-Leiste 5 oder mehr Einheiten aufweisen. Hallo? Aber mit... Hallo? Ich hab... Hab ich nicht... Moment. Kann ich das hier irgendwo lesen? Also... Leute... Was wollt ihr mir hier erzählen? Für Geschichten? Ich versuche das jetzt einfach mal. Also ich habe doch locker 5 oder habe ich 4? Ich habe wahrscheinlich nur 5, wenn ich sie aktiviert habe. Ja? Vielleicht ist das die Statue von irgendeiner Prinzessin. Wenn es so Ariel passt, immerhin ist sie eine Prinzessin. Ja. Anstelle von Magie werde ich den Ozean mit meiner schönen Stimme erfüllen. Eines Tages möchte ich auch mal etwas für Daisy singen. So, wie komme ich denn jetzt nochmal hoch? Beim letzten Mal war das ja eher gecheatet von mir. Nein. Hä? Ja doch, Analogstick. Wieso hat das denn eben nicht geklappt? Hey, bleib stehen! Vielen Dank für die Statue. Ich werde sie in Ehren halten. Erzählt es niemandem, aber sie sieht genauso aus wie der Mann von der Oberfläche. Ja, was ein Zufall. Da. Ich glaube, mit dem habe ich ja noch nicht geredet. Hallo? Hallo? Ihr seht mir noch nicht bereit aus. Hä? Okay, gut. Ja. Wenn du das so meinst, dann ist es wohl schätzungsweise so. Er würde zu Ariel passen, weil sie auch eine Prinzessin ist. Gott verdammt, immer diese gezwungenen Ehen, an die musste ich gerade denken.
Okay, ja, dann lass uns doch mal jetzt noch ganz kurz in die Welt hier, in das geweihte Land reinschniegern. Kurz ist gut, wir haben noch 10 Minuten. Lul. Kam mir jetzt länger vor. Ich dachte schon, er fängt jetzt an zu brüllen. Hey, check us out. This place is kind of creepy, though. Mm-hmm. Ooh. Heartless? Oh, I don't know, Sora. Oh, I get the feeling they might live here. But my gosh, just passing through a river being in trouble. Yeah, that's right. Don't be silly. We'd love you to stick around for lunch. We didn't bring anything to eat. That's not gonna be a problem. Gosh, Sora. I think we're the lunch. Whoa! Going somewhere? Man, that scar's got the worst timing. Just let him roar. Eh, we better go see what he wants. Sounds like he's grumpy enough already. Fine. I don't know what that was about, but I'm glad it's over. Everything's harder on four legs. I just stopped practicing. I found a trick to it. Here, let me show you. Naja. Wobei. Ich wollte gerade sagen, ja, du warst ja vorhin auch schon auf vier Beinen, aber naja, er musste ja schwimmen, das kann man ja nicht so vergleichen. Ja, das geweihte Land, König der Löwen, ein so krasser Klassiker, dass selbst ich ihn damals auf der Kassette hatte. Aber ich war nie großer Fan davon. Also, wenn ich sage, ich hatte ihn auf Kassette, heißt es ja nicht. Ich denke, meine Mutter hat mir das ausgesucht. Also ich habe es auch nicht gehasst oder so. Es könnte auch sein, dass es eine von diesen Kassetten waren, die dann irgendwann in der Mitte mal einen Aussetzer hatten oder so. Ich weiß nicht, wir hatten einige, die wurden dann irgendwie überspult oder so. Aber ich weiß nicht, ich hasse es nicht. Ich fand es jetzt aber auch nie mega krass. Und ich habe mich irgendwie immer gefragt, ob die
die Dinger nennt man da, glaube ich, Hyänen, ne? Ob die, sind die da am Anfang einfach so lang gelaufen oder war das quasi geplant, dass er stirbt? Weil das sieht für mich immer so aus, als wären die da einfach zufällig lang gelaufen und die waren halt zur falschen Zeit am falschen Ort. Ha. Huh. Wir müssen lernen, uns zu verteidigen. Gar nicht so leicht auf allen Vieren, aber wir können bestimmt einige tolle Sachen, die wir sonst nicht auch, drauf haben, ja. Wenn Kairi dich so sehen könnte, würde sie dich bestimmt für total süß halten. Oh, ich sag dir, die würde mich zu Tode knuddeln. Ich schätze, deine magische Kleidung hat dich verwandelt. Oh. Oh. Ich dachte, du warst das. Im ersten Teil war das ja so, dass Donald für die Verwandlungen verantwortlich war. Aber okay, meine magische Kleidung. Drive kann ich hier nicht einsetzen. Ja. Naja, da müsste dann wahrscheinlich die Karte drin sein. Jetzt bin ich mir wieder nicht sicher, ob ich irgendein Schlüsselschwert bekommen habe. Nee, habe ich tatsächlich nicht. Okay, Portion habe ich wieder keine. Gibt es sonst noch irgendwas Tolles, was ich jetzt hier über die ein, zwei Tage vergessen habe? Nee, ich denke nicht. Okay, gut. Guti, dann lasst mal laufen hier. Kriege ich jetzt eine Sequenz oder kann ich reden? Okay, ich kriege eine Sequenz. Deswegen bewege ich mich hier immer kaum und rede an der Stelle überall Sequenzen. Are you thinking what I'm thinking? Ha, was? What do we do? Fight! Stay back! Yeah! Okay, mal schauen, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Oh ja, schau ihn dir an, den Zora. Ich weiß doch nicht, ob ich... Oh, okay, tot, ja, schau ihn dir an. Ich weiß doch nicht, ob ich kämpfen kann. Gott, der geht ja schon wieder ab hier. Oh nein, wieso? Ja, es ist so dumm und wieso... Ah, Leute! Macht doch gar keinen Sinn, hallo! Immer diese komischen Rücksetzpunkte. Habe ich irgendwas verändert? Nee, ne? Okay. Ah. Spiel. Ich glaube, er kann in der Form ziemlich gut zaubern, oder? Ich meine, sieht es leider nicht. Wow. Die Herzlosen sind zu fett. Das müssen wir dann an einer anderen Stelle testen. Was ist das hier schon wieder? Hallo? Hallo? Ich suche die Logik. Habt ihr sie gesehen? Ist sie vielleicht unter meinem Stuhl oder so? Ich hätte ja jetzt spontan Bock, mir die Magnetfähigkeit zu equipieren, aber ich habe keinen Bock, die immer neu zu equipieren, wenn ich verrecke. Habe ich denn hier irgendwas? Ja, ich habe Reflekt. Cool. Ab und zu kann ich ja auch Dreieck drücken, anscheinend. Was auch immer ich tue, ich sehe nichts. Ach, ich reite ihn. Okay, okay. Okay. Ah. Geht doch. Mein Gott, das waren doch nur zwei Gegner, Leute. Definitely heartless. Thank you. You really saved me. We're just glad you're okay. Did you see any other heartless around here? Heartless? Is that what they're called? I'm not sure if there are any others. I don't usually hunt outside the Pride Lands. Pride Lands? Hey, do you know if a guy named Riku is there? Or some bad guys in black hoods? Or maybe this really big bully named Pete? Oh well, we might as well go take a look anyway. Wait, the Pride Lands are dangerous. Scar and the hyenas have made things unbearable for everyone. There's no food left. They've driven off the prey. We're about to starve. We can handle a little danger. You just saw us beat those heartless, didn't you? I guess you're right. You could be just what the kingdom needs. Maybe you can help us. You mean take on this Scar guy and all those hyenas? Scar? He took over when our last king, Mufasa, died. So you're saying this guy's your king? You want us to take down your king? Wait just a minute. We can't just go around knocking kings off their thrones. Then again, if they see that I'm stronger than their king, maybe they'll ask me to be their next king. Sora? I'd have to refuse, of course. Still,
I'd like to see the Pride Lands. So you guys don't mind lending them a paw, do you? There it goes again. She's gonna go on ahead and tell the other lionesses. We're supposed to meet her at a place called Pride Rock. Habe ich das gerade richtig verstanden? Ich weiß, dass es zwei verschiedene Seiten gab. Es gab ja einmal die fruchtbare Seite und einmal die ausgestorbene Seite. Und das sieht hier nach der ausgestorbenen Seite aus, die ja Scar gehörte. Aber jetzt sorgt er quasi dafür, dass die andere Seite auch ausgestorben ist? Oder die anderen müssen jetzt in der ausgestorbenen Seite leben oder was? Naja, Leute, ich würde mal sagen, das war's heute mit Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix. In der nächsten Folge schauen wir mal, ob wir Scar! Wo war das? Aus welchem Spiel war das? Ach ja, klar. League of Legends. Ja, stimmt. Das war League of Legends. Ja, ne? Ob wir den penetrieren können. Bis zum nächsten Mal. See ya.